Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 hier auf der Losberg. Endlich haben wir den Scorpion King Harvester und den Buffalo. Zwei Maschinen haben wir gekauft, einmal den Scorpion King hier und einmal den Buffalo als Kranwagen extra für Holz, extra für die Forstwirtschaft. Und damit wollen wir natürlich heute arbeiten, wie diesen beiden fantastischen Maschinen. Wollen wir eine Ladung Holz fertig machen, verkaufen fahren und dann wollen wir dann in der nächsten Folge weitere Schweine kaufen. Auch da bin ich mal wesentlich gespannt oder echt gespannt, wie das jetzt aussieht hier mit dem Arbeiten. Ich habe schon lange nicht mal hier gearbeitet mit dem Harvester, von daher bin ich mal gespannt. Wir müssen mit Sicherheit den Harvester einschalten. Schnittlänge hatten wir in der letzten Folge noch auf 8 Meter gestellt und dementsprechend wollen wir natürlich auch gucken, wie das funktioniert, ob wir das hinkriegen mit 8 Metern oder ob wir eventuell geringer machen müssen. Ne? Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das funktioniert. Wir müssen dann dementsprechend mit X sägen. Okay, kriegen wir, denke ich mal, hin. Wir werden noch ein bisschen tiefer gehen, wenn möglich. Nee, das war nicht X. Das war nicht X, ne? Ne, das war C. C ist auch natürlich. Ich weiß jetzt nicht, ob die. Ja, wir gucken lieber dann von hier, ne? Dann sehen wir besser, wo wir dann schneiden. So, X müssen wir drücken. Danke sehr. X gedrückt halten. Dann müssen wir natürlich dementsprechend hier mit X weiter sägen. Wir wollen natürlich dementsprechend hier einmal natürlich gucken, dass wir dementsprechend das Holz natürlich entsprechend hier eventuell auch in der Seite lagern. Relativ, sage ich mal, realitätsnah, ne? Da müssen wir noch gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Weil dementsprechend die Bäume so schieben, drehen, dass wir das auf jeden Fall hier hinkriegen, ne? So, einmal sehen. 8 Meter. Könnte vielleicht zu lang sein, wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Von daher bin ich mal gespannt, ne? Okay, zwei Stämme sind rausgekommen, heftig. Ein Baum weg, okay, perfekt. Ja, weitere Bäume werden wir natürlich jetzt dementsprechend fällen, klar. Ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Für uns oder vielleicht doch. Okay, nächster Baum. Dann werden wir den hier lang ziehen einmal. Dann dementsprechend auch hier lagern. Dementsprechend, das sollte passen dann. Da bin ich mal gespannt. Bin mal gespannt, ne? 8 Meter, ob das passt. Wir werden sehen. Vielleicht passt es, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. So, nächsten Baum. Vier Stämme haben wir mittlerweile da liegen. Holzmäßig wird das natürlich relativ viel sein, was hier weggeholzt wird an Bäumen. Klar, wir müssen auch dementsprechend danach wieder aufforsten, das ist auch klar. Damit wir auf jeden Fall immer wieder neues Holz zur Verfügung haben. Forstmaschinen werden wir nochmal weitere brauchen, auch das ist klar. Das dürfte klar sein, dass wir diesen Pflanzer brauchen. Plus natürlich diese Baumstumpfsäge da, ne? Werden wir beide Maschinen klar brauchen, aber. Wie gesagt, werden wir mal gucken, wie wir das entsprechend angehen. Wir werden mal gucken, dass wir dementsprechend den Baum eventuell besser zurückziehen. Und drehen einmal, wenn das funktioniert, oder? Ich weiß nicht, ob das funktioniert soweit. Nee, es scheint nicht zu funktionieren. Okay. Na gut.
Nee, dann lassen wir das unten. Okay. Dann machen wir es so. Machen das so, ne? Perfekt. So sollte es auch funktionieren. Okay, perfekt. So, weiteres Holz hier am Start. Bin mal gespannt, wie viel hier bei rauskommt bei dem ganzen Holz. An Geld. Könnte einiges werden. Wie gesagt, wir schauen mal. Wie viel Geld das dementsprechend gibt, ne? Müssen das natürlich wieder drehen, dementsprechend, klar. Und dann hier weiter. Weitere Bäume dementsprechend fällen. Wir werden nur noch den großen Baum hier noch nehmen, hier am Rand. Klar, wir arbeiten jetzt ein bisschen in der Nacht, aber wie gesagt, die Felder sind bald erntereife, 33 und 26 und 53 ebenso. Und wenn die fertig sind, dann wollen wir natürlich wieder in Richtung Ackerwirtschaft gehen. Wir wollen nicht so viel in Forstwirtschaft machen, aber zumindest ein bisschen Geld nochmal nebenbei verdienen, falls wir nichts zu tun haben. Und vor allem Forstwirtschaft will ich sowieso mal dabei haben, ne? Das denke ich mal ganz klar. Das ist wie gesagt eine coole Sache, finde ich, mittlerweile im LS überhaupt. Auch, dass wir Holzwirtschaft haben. Auch im LS22 werden da wahrscheinlich viel, viel machen in Richtung Forstwirtschaft, um natürlich dann dementsprechend Möbel zu produzieren. Das können wir machen anstatt, habe ich schon mitgekriegt, bei dem lieben Snoo. Auch da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, lieber Snoo Gaming. Auf YouTube aktiv. Mit LS22 und vielen, vielen anderen Projekten auch eher relativ gut dabei. Ich bin mal gespannt jetzt, wie gesagt, was wir jetzt auf den Hänger kriegen und wie es aussieht. Ich bin mal gespannt. Es ist mittlerweile relativ viel, was drauf ist. Wir werden noch einen Baum fällen, würde ich mal vorschlagen. Und dann können wir das alles, die ganze Fuhre aufladen und dementsprechend verkaufen. Dann bin ich mal gespannt mit den Schweinen, wie viel die Schweine kosten, beziehungsweise wie viel Schweine wir holen können, in dem Sinne. Mal gucken. Entweder zwei oder drei Fuhren Schweine. Je nachdem. Wenn wir natürlich drei Fuhren Schweine holen können, machen wir es auch. Das dürfte klar sein. Da will ich natürlich nicht nachstehen. Schweine werden wir immer gut kriegen. Oder kriegen müssen. So. Sehr schön. Verdammt viel Holz, ne? Wie man merkt, verdammt viel Holz, Leute. Okay, wir können ihn abschalten. Einmal das Licht ausmachen. Motor aus. Und dann wollen wir hier natürlich mit dem Buffalo arbeiten. Mit dem Kran. Und da natürlich dementsprechend hier natürlich das Holz einmal aufladen. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Auch hier muss ich mit der Steuerung mal ein bisschen arbeiten. Oder tüfteln. Das ist aufmachen, das kenne ich noch. Das ist zumachen, okay. Dann ist das rüber. Dann müssten wir, glaube ich, noch die Stützen ausfahren oder sowas, ne? Könnte das sein? Fahrtrichtung wechseln. Steuerung links B. Genau. Ne, Stützhüsse hat er gar nicht, ne? Der hat keine Stützhüsse, oder? Der hat der Stützhüsse. Doch, der hat. Ne, der hat keine Stützhüsse. Na gut. Okay. Dann bin ich mal gespannt, ob der das so weit schafft vom Gewicht her, ne? Bin ich mal gespannt. Ob der das gut schafft. Okay. Ich mache mal die Hilfe aus. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Eventuell oder auch nicht. Einmal drehen. Und nochmal ein Stückchen rausfahren. Eieieiei. Alter Vater. Wie ihr seht, ich mache mich in allem, oder versuche mich zumindest in allem, dass wir dann natürlich ordentlich was schaffen. Wir haben gesagt, wie es wird natürlich dementsprechend, ist natürlich eine ganz andere Sache. Ob wir das natürlich zeitlich schaffen. Ich kann mir nicht denken, dass sie keine Stützhüsse hat. Aber okay.
Vielleicht ist das auch zu viel Holz. Vielleicht müssen wir einen Baumstamm nach dem anderen machen. Wäre auch eine Möglichkeit, ne? Aber dann sitzen wir ewig dran, ne? Theoretisch. Vor allem die Baumstämme erstmal zu kriegen hier. Schon ein Akt hier, wie man merkt. Das ist schon eine heftige Sache hier. Der hängt nicht richtig, der Baumstamm, ne? Der fällt wieder. Ja, der fällt auch wieder. Ja, das ist jetzt Struggle hier. Da haben wir zu arbeiten. Wir probieren es mal aus. Ob das so eventuell besser funktioniert. Mal schauen. Könnte natürlich besser funktionieren, muss aber nicht, ne? Da am Baum vorbei, perfekt. Dann jetzt natürlich einfahren, beziehungsweise runter, nochmal drehen. Alter Falter. Hightech ohne Ende, ne? Sieht gut aus, von der Länge her weiß ich jetzt nicht. Da könnten wir eventuell auf 6 Meter runter gehen vielleicht. Das wäre eine Maßnahme. Ich gehe jetzt mal in eine andere Ansicht nochmal. Also wir könnten auf jeden Fall von 8 Meter auf 6 Meter runtergehen, mindestens. Würde ich mal sagen. 6 Meter wäre das Höchste, was der schafft hier von der Länge her. Ansonsten müssen wir gucken, ne? Okay. Können jetzt erstmal dementsprechend ablassen. Wenn der richtig drin liegt, der richtig drin liegen könnte. Einmal ablassen. Perfekt. Heieiei. Erster Baumstamm liegt drin. Heftig. Natürlich relativ lang, aber okay. Wir werden jetzt weitere Baumstämme hier mitnehmen. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie lange wir hier brauchen werden. Ne? Könnte natürlich eine Zeit lang dauern, das ist klar. Aber wenn es eine Zeit lang dauert, dann ist das halt so. Ne? Ich meine, wir wollen ja auch vernünftige Arbeit hier machen, ne? Und nicht irgendwas versuchen. Und dann nur halbherzig machen oder so, ne? Natürlich ist das heftig hier mit zu arbeiten, aber ja, ich denke mal, wir müssten auf jeden Fall die Baumstammlänge verringern. Auf 6 Meter definitiv. Und dann mit 6 Metern eher arbeiten, ne? Weil ich glaube, das wird natürlich Struggle sein für die Maschine hier zu schaffen. Einerseits. Und natürlich wird das hier problematisch werden, ne? Also müssen wir eher mit 6 Metern arbeiten, anstatt mit 8 Metern. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Das auf jeden Fall. Das heißt, wir werden auf jeden Fall kürzen. Das heißt, wir werden definitiv kürzen. Dass wir auf jeden Fall hier besser klarkommen. Einmal. Beziehungsweise. Doch, wir werden hier kürzen. Ne? Klar, wir werden hier Stückchen verlieren an Holz. Klar, aber ich würde auf jeden Fall kürzen, Leute, oder? Also wir versuchen es erstmal so. Ne, wir versuchen es erstmal so, passt auf. Ja, ist problematisch,
aber ist halt so. Ich drehe mich nochmal um. Ich versuche es mal so. So, einmal aufmachen. Das ist natürlich ein Austesten, wie kommen wir da am besten klar, ne? Das ist klar, da müssen wir uns austesten, was können wir am besten schaffen oder wie, in welcher Ansicht können wir das auch am besten hier durchführen als Option quasi, ne? Das ist klar, ne? Den Baum haben wir nicht richtig, also zumindest den Baumstamm nicht richtig, ne? Der wird uns definitiv wieder runterfallen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Aber wir haben Glück und der hält gerade noch, ne? Glück könnten wir haben. Ich glaube, da eher weniger dran, so wie der da hängt. So, ja, ist verdammt heftig hier. Ja, war klar. Aber schlecht liegt er jetzt nicht. Wir können ihn besser greifen. Ja, so nicht. Wir können ihn so besser greifen dann. Dann nochmal ordentlich packen und draufheben. Heftige Sache, ne? Also 6 Meter Arbeitslänge. Mehr nicht. Mehr nicht. Dann sind wir da gut bedient. Diesbezüglich, ne? Das ist klar. So, ja, wir sind jetzt knapp 18 Minuten dran. Ich glaube, das wird doch eine etwas längere Geschichte als geplant. Aber okay. Okay, ein Stück haben wir wieder. Einmal rüberfahren. Eieiei, das wird doch, glaube ich, eine längere Geschichte als geplant hier. Ah gut, ist Erfahrungs- bzw. Übungssache, von daher, ne. Müssen wir gucken, dass wir da auf jeden Fall auf Dauer klarkommen, ne? Das hat jetzt schon etwas besser funktioniert, meiner Meinung nach. Jetzt wieder rausfahren. Absenken. Dann holen wir das Stück nochmal. Dann haben wir das nächste Stück Holz schon. Perfekt. Sehr schön. Oha. Oha, Leute. Ganz schön heftig, ne? Ganz schön heftig, Leute. Aber wir haben gut Holz da. Wir haben verdammt gut Holz da. Aber wie gesagt, nächstes Mal 6 Meter Arbeitslänge werden wir definitiv einstellen. Weil sonst haben wir keine Chance hier. Gut, weiter geht's in der nächsten Folge, würde ich sagen. Dann werden wir versuchen, wie gesagt, den Rest aufzuladen. Wir freuen uns natürlich auf eine interessante weitere Folge. Es könnte relativ interessant werden. Vor allem in Richtung Forstwirtschaft, was man hier sehen kann gerade. Dann wollen wir natürlich schauen, dass wir dementsprechend hier den Rest noch schaffen aufzuladen. Und dann schauen wir weiter, ne? Dass wir das irgendwie hier gedeckelt kriegen, ne? Da bin ich mal gespannt, wie das klappt und ob das klappt hier. Oder wie gut das klappt dementsprechend. Ne? Schauen wir mal. Okay. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge. Geht's weiter. Ich freue mich. Bis dahin. Servus. Und tschüss.